draußen in der Natur und drinnen im Bergwerk, über Wiesen spazieren und Steinkohle schippen. Prägende Lebensphasen von Rolf Hölter. Doch seine größte Leidenschaft ist das Malen seit seiner Kindheit. Die gesamte Schulzeit und Kindheit in der Schulzeit war für mich das einzige Rollen. Ob Rechnen, Lesen, Schreiben, wie es hieß früher, alles war für mich fürchterlich. Nur wenn die auf dem Stundenplan Malen oder Zeichen stand, dann war für mich die Welt in Ordnung. Rolf Hölter wächst in den 50er Jahren im Ruhrgebiet auf. Mit 14 verlässt er die Volksschule. Er wird Bergmann, will viel Geld verdienen. Der Jugendliche in anderen Berufen bekam 25 und der Jungbergmann 180 D-Mark. Und ich hatte Wünsche und Träume. Einmal malen, Farben kaufen. Das zweite, irgendwann ein Moped mit 16. Meine Gitarre musste ich kaufen. Alles diese Sachen, die verleiteten dazu, diesen Beruf eben auszuüben, diesen Bergmann. Die Arbeit war heiß, es war meistens 30, 32 Grad. Es war schmutzig, laut und gefährlich. Und dann habe ich auch festgestellt, das ist nicht mein Beruf. Denn ich habe in jeder freien Minute nur gemalt, gemalt und nochmal gemalt. Die Werke von damals, ein Spiegel seines Seelenzustandes. Die Arbeit unter Tage ist gefährlich. Rolf Hölter verarbeitet die Ängste auf seine Weise. Mein Herz war mehr. Ich wollte was schaffen, aus eigenen Händen und mit der Kunst. So, dann kam der Tag, dass ich in der Grube war, schon fast 30 Jahre, wo ich immer stärker an einen Gott glaube oder an einen Gott, dass ich gesagt habe, Chef, lass mich doch davon leben. Ich male doch schon so viele Bilder und so schön. Beklemmend schön, sein Bild Anklage. Mit diesem Werk gewinnt er 1971 den ersten Preis unter 5000 Hobbymalern. Da habe ich mich endlich entschieden, du warst es. Die Mutter die Hände über den Kopf geschlagen, alle anderen auch. Ist der Wahnsinn. Und ich habe es gemacht. Die beschwerlichen Anfangsjahre als Maler liegen hinter ihm. Seit 15 Jahren lebt er nun im Hunsrück. Irgendwann habe ich hier in der Zeitung gelesen, ein Häuschen zu verkaufen im Hunsrück. Ich kannte ihn gar nicht. Komme mit meiner Frau hier runter und sehe dieses schöne Naturparadies Annenberg. Und dann war es sofort gesehen, verliebt und gekauft, weil ich die Natur so liebe. Diese, wie das wildromantische Hinterbachtal unweit der Mosel, liegt vor Rolf Hölters Haustür. Inzwischen leben auch die Enkel Ronja und Max mit ihren Eltern in seinem Haus. Sein persönliches Glück vervollständigt die Malschule. Hier versucht Rolf Hölter, seine Leidenschaft an andere weiterzugeben. Wenn Sie das oder das schaffen, Natur nachzuahmen, mit Pinselfarbe und Herzblut, das ist das Schönste für mich, was es gibt. Und das will ich noch viele, viele Jahre machen. Es ist diese fast stille Lebensfreude, die der ehemalige Bergmann Rolf Hölter nun schon seit vielen Jahren genießt. Genießen würde er auch einen Urlaub auf einer einsamen Insel. Doch welche drei Dinge würde er dorthin mitnehmen? Oh, drei Dinge. Auf einer einsamen Insel, ja, das wäre als erstes meine Frau. Das ist ganz wichtig. Dann meine Farben und Pinsel. Und als drittes meine Gitarre. Das wäre mir genug. In den USA, da geht es gerade in die entscheidende Phase.